Ja, na denn, guten Morgen. Ich habe noch 17 Minuten. Das ist doch anders als das letzte. Was für ein Ding? Das ist doch anders. Das ist nicht lustig. Komm, Platz. Wir sind verloren. Ja, weh. Ach ja, guten Morgen im Laden. Licht. Und los geht's. Hallo, mach die Straße sauber. Was machst du da? Straße sauber. Weil sie so schmutzig ist. Weil jeder seinen Müll hier hinschmeißt. Das machst du sehr gut. Ich hab auch extra so eine große Mülle. Das sollte jeder machen. Soll in den Müll. Also Müll soll in den Mülleimer und nicht auf die Straße. Die Straße ist kein Müll, genauso wie der Bürgersteig. Genau. Daumen hoch. Daumen hoch. Ja bitte, was hier mit neu? Die Hinrichtung vom Mobid. Radfahrer mit Perücke tötet den Mann mit Kopfschuss. Ob er offener ist, dann müsste er gefährlicher. Feuerte zweimal, flüchtete dann auf dem Fahrrad. Naja. Das ist jetzt auch nicht so viel, ne? Ach, nein, das ist schon wenig. 30 Grad, zeitweise kalt wird. Bis später, Wolfgang. Naja, gut, das hält sich an Grenzen so, ja. Ach, die ist ja kaputt. Die ist kaputt, dann kann ich. Da drin habe ich auch ein bisschen Glas reingetan. Ach, hier. Hier. Ach, Mensch, kaputt gemacht wieder. Hast du das Blütenstück auch raus? Nein, 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 das ist nicht. Was bitte? Ja. Und weißt du, was ich gemacht habe, Papa? Ich habe schon gehört. Ich habe alles abgebissen und in den Mund gesteckt. Cäsar. Ja, aber ich habe gar nicht so. Ich habe nicht mal so eine Sauergesicht da gemacht. Ich habe ganz normal gekauft. Dann lassen wir uns mal überraschen, was da so passiert. So, ich rüste das Cube Limited auf, weg von den Deore hin zu XT. Über kurz oder lang wird das auch ein Privatrad von uns werden, wenn es irgendwann mal eins meiner Kinder fährt. Und die habe ich bekommen, schöne XT-Hebel. Ja. Die baue ich jetzt hier an. Das Ding ist ja sonst komplett XT. Nur bei den Schaltern haben sie D-Rohre gemacht. Das ist auch okay, das geht auch, aber ich habe XTs. Ja, komm.
Freddy. So, was soll ich denn sagen? Freddy. Übertrieben, Kumpel. Gabel Nummer 3. Versuch Nummer 3. Ich hoffe, das stimmt jetzt alles. Also, die haben sich Mühe gegeben beim Einpacken wenigstens. Na Mensch. Die Decke will ich aber nicht, ja? Bitte nicht mit nach Hause bringen. Doch? Nee. Doch? Nee. Doch, guck mal. Nee. Willst du sie waschen? Nee. Doch? Nein, doch? Ich will sie nicht. Ich will sie. Na, kann man die lassen? Wie kann man die lassen? Ja, ich frag dich. Stimmt, oder? Ist cool aus, oder? Ja. Ist das der richtige Sockel? Ja, es ist der richtige Sockel. Das ist die, die du bestellt hast eigentlich? Wie ist die, die ich bestellt habe? Mhm. Ja, nur in neu. Jetzt war gerade ein Vater drin, der sucht ein neues Rad für seinen Sohn. Er hat im letzten Jahr, also vor einem Jahr, hat er hier ein Fahrrad gekauft. Das passt ihm jetzt nicht mehr. Und jetzt wollte er das wieder hier abgeben und ein anderes mitnehmen. Ich sage, das andere Rad hat er nur 80 Euro oder so bezahlt. Und das war im Top, war wie neu, komm ich voran. Und jetzt kommt er an, teilweise kaputt, so. Ich sag, naja, dafür, was zeigt ihr jetzt dafür anrechnen? Eigentlich machen wir das nicht. Das ist ja 20 Euro, kann ich dir dann noch jedem anrechnen. An den Kaufpreis für das neue, nochmal größer, mit Gängen, mit Licht, mit allem drum und dran, pipapo. So, ja. Ich dachte, was, nein. Das hat ja nicht nur 30 Euro gekostet. Ich sag, naja, aber wenn ich das Rad dann dir ein Jahr zur Verfügung stelle, das kostet mehr als 80 Euro oder 90. Also eigentlich schnappt abgehauen. Ist ja nicht automatisch die Option auf, ich kaufe alle zurück zum Originalpreis. Ist ja nicht hier ein Tauschgeschäft. Also, das verstehen die meisten Leute nicht. Ich muss doch damit Geld verdienen. Das Geld arbeitet doch. Ein Jahr lang. Kriegt euch den Radpreis eben ein Jahr für, was hat er sich gedacht, dass er einen Fuffi noch kriegt oder was? Für 30 Euro ein Jahr lang ein Rad draus geben. Nee, nee. Das kann ich machen. Das ist das Verständnis nicht da bei den Leuten. Das ist unglaublich. Wollte ich nur mal kurz loswerden. Okay, okay, okay. Der Tag ist um. Nichts passiert heute. Ich habe nicht mal was zum Schneiden, liebe Leute. Es ist wirklich, heute war ja gar nichts. Samstag, wo so wenig los war, hatte ich noch nie. Kurz nach 7, mal gucken, ob Wolfgang noch kommt. Jo, letzte Aktion heute. Um 10 nach 8. Die Lampe kaputt machen. Warum? Das weiß ich selber nicht. So, geschafft. Ziel erreicht. Ah, das ist gut verklebt. Alter Schwede. So, haben wir. Wie kriegt das hier raus? Kriegt man das überhaupt raus? Ohne es kaputt zu machen. Oder muss man es kaputt machen? Es ist eingeklebt. Man muss es kaputt machen. Obwohl, hier drin sind wieder Schrauben. Ich gucke, schaue. So.
Müssen wir mal ausprobieren, oder? Irgendwann mal irgendwo einbauen und gut ist. Weg. Asche. Einfach ausgeweidet. Direkt verbunden. Okay. Jetzt kommen wir langsam näher. Warum ist so eine Platte dazwischen geschaltet? Auf alle Fälle mal wegen der Taktung. Ja, schaut mal. Ja, wie schnell ich drehe. Das flackert immer. Jetzt sieht er jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut. Sauhell ist er. Ja, dieses Flackern ist halt nicht so gut. Jetzt habe ich ja den Schalter sowieso rausgenommen aus der Gleichung. Jetzt kann man den natürlich an eine Stromquelle anschließen, die nicht flackert. Sprich Batterie oder eben Seitenlöffel-Dynamo, weil der Seitenlöffel-Dynamo eine ganz andere Eigenschaft hat als der Dynamo. Schauen wir mal, was passiert mit dem Seitenlöffel-Dynamo. So ist die Kamera. Warum ist die Kamera? Seitenlöffel-Dynamo neu. Nehme ich mal ein. Ich schließe ihn einfach mal an. Ich weiß ja nicht, ob das reicht, wenn ich hier mit der Hand jetzt durchdrehe. Eigentlich, ja. So, Achtung. Ach, der ist ja kaputt. Vielleicht könnt ihr es ja auch sehen. Vielleicht flackert es bei euch auch wegen der Framerate sozusagen, wegen der Aufnahme. 30 Frames pro Sekunde, dann kann sein, dass es durchaus mal flackert, aber das ist ein gleichmäßiges Licht. Ja. Also ich habe auf alle Fälle mein Ziel erreicht. Ich muss diese Lampe nicht wegwerfen. Ich muss keine Lampe von diesen Lampen wegwerfen. Ich kann einfach die ganze Technik ausbauen. Und dann verbinde ich das alles direkt. Für ein Seitenläufer-Dynamo ist diese Lampe einwandfrei nutzbar. Den Langzeittest allerdings ohne diesen ganzen Klimbim, der da dran ist, müssen wir noch machen. Aber vielleicht, liebe Leute, hält sogar diese simple Geschichte viel länger als das Original. Ohne diesen Quatsch mit Schalterchen hier und Abblendfunktion da. Also hier diese, nicht Abblend, sondern Automatiklicht an, aus und Standlicht, Kladderadatsch und nö. Ich freue mich, wenn ich das jetzt so machen konnte, dass das funktioniert, bin ich glücklich darüber. Leider ist mir der Ring, der Reflexring kaputt gegangen. Kann man nicht ändern, das ist halt so. Einfach mit zwei Schrumpfschläuchen, ein Stück Schrumpfschlauch zusammen, fertig. Und da drin muss niemals jemand dran wieder. Einmal frei. Ich bin stolz wieder mal auf mich. Hat gut gemacht. Ich verabschiede mich für heute von euch. Macht es gut. Wir sehen uns morgen vielleicht wieder. Vielleicht auch nicht. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt Tommy.